In einer Welt am Rande des Krieges, darf man da noch träumen? Zu alt, tut mir leid, hinterlassen Sie Ihren Namen. Sind Sie Schauspieler? Ich bin Autor. Naja, ich versuche es zumindest. Soll das heißen, ich hätte Talent? Ja, durchaus. Ich hätte auch gern so eine reiche Tante. Ich kenne zwar keine Tanten, aber einige einflussreiche Tunten. Ein Häppchen gefällig, Sir? Machen wir Dianas Freund zu unserem Opfer. Zeigen Sie mir mal was von Ihren Ergüssen. Hör zu, Douglas gibt mir die Möglichkeit, die Oberschicht besser kennenzulernen. Unity Mitford ist unsterblich in Hitler verliebt. Sie lässt sich sogar einen Schnurrbart wachsen. Ich hoffe, Jenkins benutzt das Angestelltenporzellan. Letztes Mal hat er das Limoges genommen. Wie viel bedeutet Ihnen die Aufführung Ihres Stückes wirklich? Alles. Schlummertrunk. Unsere Produktion wird allen im West End noch die Schuhe ausziehen. Lesen Sie alles darüber! Wunderbar. Stoßen wir darauf an. Sie haben schon 15 Telefonanrufe, einen Feueralarm und einen Friedensmarsch zum Piccadilly verschlafen. Ich hab die Nase voll. Da gehe ich lieber einkaufen. On a night like this, when you're close to me, this is where I long to be. You were made for me. Du willst nicht mitkommen? Ich fürchte, das geht nicht. Nicht jetzt, wo Krieg ist. In den Hauptrollen die Oscar-Gewinnerin Angelica Houston, der für den Oscar nominierte Terence Stamp und Lauren Bacall. Mit Andrew Lincoln, Zoe Tepper und David Leon. Some things were meant to be.